Ist unser Universum nur ein gigantisches Gehirn? Das legt jetzt eine neue Studie nahe. Bleibt dran, um alles darüber zu erfahren. Lasst ein Abo für meinen Channel da und schreibt doch gerne einen Kommentar unter das Video. Dann zeigt nämlich YouTube den Clip noch mehr Leuten an. Vielen Dank und herzlich willkommen. Es ist schon faszinierend, dass es unfassbar viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Universum und dem mikroskopisch Kleinen zu geben scheint. Ich spreche von Gemeinsamkeiten zwischen dem Makro- und dem Mikrokosmos. Wenn wir manchmal Aufnahmen sehen, die durch ein Mikroskop gemacht wurden, dann könnten das vielleicht auch herumrasende Galaxien im Kosmos sein. Andersrum, wenn wir uns gigantische Galaxienhaufen im Weltraum anschauen durch ein Teleskop, dann könnten das auch mini-kleine biologische Strukturen sein. Und diese Ähnlichkeiten zwischen dem Großen und dem Kleinen, die findet man überall in der Natur, wenn man nur die Augen offen hält. Ist euch zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass die Struktur von einem Blitz fast so aussieht wie das Blutgefäßsystem eines Menschen? Also Blitze und Venen scheinen eine verrückte Ähnlichkeit miteinander zu haben, und das wird makabererweise besonders deutlich, wenn ein Mensch von einem Blitz getroffen wird. Dann zeichnet sich nämlich dieser Einschlag in dem Blutgefäßsystem desjenigen Menschen ab. Oder aber die sogenannte goldene Spirale, eine Figur, die wir überall in der Natur finden. Schaut euch zum Beispiel mal eine Hörschnecke an. Das ist also ein Teil des menschlichen Hörsystems, und vergleicht diese Hörschnecke mit einer Spiralgalaxie im Weltraum. Beide weisen die Form der goldenen Spirale auf. Also eine Spirale, die ihre Form bei Vergrößerung unendlich fortführt. Ziemlich verwirrend. Die aus meiner Sicht beeindruckendste Ähnlichkeit zwischen dem Kleinen und dem Großen ist aber die Ähnlichkeit des Kosmos mit einem menschlichen Gehirn. Total verrückt. Ihr müsst dafür erstmal wissen, wie der Kosmos aufgebaut ist. Ihr wisst ja, wir leben in einer Galaxie, also eine riesige Ansammlung aus Sternen. Unsere Galaxie heißt Milchstraße. Galaxien wiederum fügen sich zu Galaxienhaufen zusammen, also mehrere Galaxien, die durch ihre Schwerkraft sich gegenseitig anziehen. Galaxienhaufen wiederum fügen sich zu Superhaufen zusammen. Ist irgendwie ein komisches Wort. Auf Englisch heißt es Supercluster. Das klingt wesentlich cooler. Und diese Supercluster wiederum, die sind Teil der gigantischen Filamente. Das ist die größte Struktur, die man im Kosmos kennt. Zwischen diesen Filamenten, also den Bereichen, die wirklich aus Materie bestehen, wie eben Galaxienhaufen oder auch stellaren Staub, da sind gigantische Lücken, in denen wirklich nichts ist, und die nennt man Voids. Und dieses System aus Voids und Filamenten, eben die größte Struktur des Universums, die hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit einer Gehirnstruktur. Schaut euch mal diese beiden Bilder an. Links seht ihr eine neuronale Struktur eines Gehirns und rechts seht ihr eben das Filamente-Void-System des Universums. Und ich finde das wirklich spektakulär, wie ähnlich sich das sieht. Wie ist das wohl zu erklären? Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Ist unser Universum vielleicht wirklich nur das Gehirn eines höheren Wesens, eine Gehirnzelle in einer noch größeren Struktur? Genau diese Frage hat sich auch ein Team von italienischen Wissenschaftlern gestellt. Und deswegen hat sich ein Spitzenduo zusammengetan, nämlich der Astrophysiker Franco Vazza mit dem Gehirnchirurgen Alberto Feletti. Und die beiden wollten mal gucken, jeweils aus ihrem Spezialgebiet, welche Gemeinsamkeiten zwischen Kosmos und Gehirn gibt es noch. Die beiden haben Ergebnisse zutage gefördert, die wirklich erstaunlich sind, und ich werde euch einige davon jetzt berichten. Unter anderem haben sie eben bestätigt, dass tatsächlich die neuronale Struktur des Gehirns der Filamentestruktur des Universums sehr, sehr ähnlich sieht. Und das Ganze lässt sich auch mit Zahlen belegen. Im Universum gibt es ungefähr 100 Milliarden Galaxien, also plus minus ein paar Milliarden, aber ungefähr. Und im menschlichen Kleinhirn gibt es 69 Milliarden Neuronen, also 69 Milliarden Nervenzellen. Nicht ganz dieselbe Zahl, aber eine ähnliche Hausnummer. Das heißt, das lässt sich durchaus vergleichen, die Anzahl der Galaxien und die Anzahl der Nervenzellen im Hirn. Eine weitere Zahl, die irgendwie auf unheimliche Art und Weise eine Vergleichbarkeit zwischen Hirn und Kosmos impliziert, ist die folgende. Der Weltraum besteht zu 72% aus sogenannter dunkler Energie, also eine geheimnisvolle Energieform, die den Kosmos dazu bringt, immer weiter zu expandieren. Das menschliche Gehirn besteht zu 77% aus Wasser. Das heißt, wieder eine ähnliche Größenordnung, und sowohl Wasser im Gehirn als auch dunkle Energie im Weltraum sind beides eben passive Formen der Energiematerie, die höchstens eine indirekte Einwirkung auf die Funktionsweise des Hirns und des Kosmos haben.
Die Ergebnisse der beiden Forscher werden immer verrückter. Die beiden haben mal das menschliche Kleinhirn mikroskopiert, das sieht so aus, und haben das dann mit einer Simulation der größten Struktur, der Filamentestruktur des Kosmos verglichen und haben dann mal geguckt, okay, wie ähneln sich die Knotenpunkte der Filamente und der Neuronen? Denn dass es diese Knotenpunkte gibt, das haben wir ja schon auf den ersten Bildern gesehen. Und tatsächlich haben sie festgestellt, dass jeder Knotenpunkt in der Filamentstruktur ungefähr 4 Filamente an sich dranhängen hat. Also von jedem Knotenpunkt spalten sich weitere 4 Filamente ab. Im neuronalen Netzwerk im Gehirn hat jeder neuronale Knotenpunkt 4,6 Nervenstränge, die von ihm abzweigen. Also wieder eine absolut verrückte Ähnlichkeit. Was bedeuten also diese Studienergebnisse von den beiden Forschern Watzer und Filetti? Bedeutet das, dass das Universum ein Gehirn ist? Oder bedeutet es sogar, dass unser Gehirn ein eigenes Universum ist? Vom Speicherplatz her käme das sogar hin. Man hat nämlich herausgefunden, dass in unserem Gehirn insgesamt 2,5 Petabyte gespeichert werden können, also eine ganze Menge. Und um alle Informationen des Universums abzuspeichern, bräuchte man wohl so ungefähr 4,3 Petabyte. Das heißt, ein menschliches Gehirn ist nicht groß genug, um den gesamten Kosmos abzuspeichern, aber so einen etwas kleineren Kosmos, den könnte man durchaus in unserem Gehirn abspeichern. Also vielleicht ist jedes von euren eigenen Gehirnen ein eigenes Universum für sich. Und was sagt diese Studie jetzt über unseren Weltraum aus? Im Prinzip sind zwei Ergebnisse denkbar. Einerseits könnte es bedeuten, dass unser Universum vielleicht selber nur ein Gehirn oder Teil eines Gehirns eines höheren, unfassbar schlauen Wesens ist. Vielleicht könnte es sogar bedeuten, dass unser Universum ein eigenes Bewusstsein hat und Dinge wahrnehmen kann. Aber es könnte eben auch bedeuten, und das glaube ich tatsächlich eher, dass sich einfach die Strukturen in der Natur immer wieder wiederholen, im Kleinen wie im Großen. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass unser Universum eben wirklich ein Gehirn ist. Ich meine, denk mal an die Hörschnecke und an die Spiralgalaxie. Kein Mensch würde sagen, dass unsere Hörschnecke irgendwie eine Art von Galaxie ist, nur weil sich die Formen wiederholen. Das heißt, vielleicht hat sich einfach evolutionär herausgestellt, dass diese physikalischen Formen, wie wir sie auch in der Filamentstruktur haben, tatsächlich eben auch am sinnvollsten für das Netzwerk, das neuronale Netzwerk, innerhalb eines Gehirns sind. Das könnte ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen. Was meint ihr? Ist unser Universum ein Gehirn? Ist es Teil eines neuronalen Netzwerks? Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich extremst interessieren. Ihr solltet übrigens jetzt im Dezember dringend mal in den Himmel gucken. Es gibt nämlich ein astronomisches Ereignis, was man nur alle 20 Jahre sehen kann, die sogenannte große Konjunktion. Wenn ihr alles darüber erfahren wollt, klickt auf das angezeigte Video und klickt da auch mal auf den Unterstützen-Button. Ihr könnt dann galaktischer Unterstützer von Astrocomics werden, helft mir total den Channel weiterzuführen und schaltet exklusive Videos frei. Danke Leute, und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!